Herzlich willkommen bei meinem neuen Film. Heute möchte ich euch begrüßen in der Dominikanischen Republik. Und so wie ich euch versprochen habe, werde ich jetzt mein Hotel verlassen und einfach jetzt auf die Insel fahren, euch die zu zeigen und sie zu erkunden. Und auf meinem Weg Richtung draußen habe ich jetzt diese schönen Blumen vor mir. Und nicht nur das, sondern hier gibt es auch eine Landschaft zum Träumen. Links und rechts dieses Weges gibt es einfach Wasser. Und hier sind einfach Bäume, die verdorrt sind und einfach diesen mystischen Ort hervorrufen. Ich muss sagen, dass dieses Ökosystem seinesgleichen sucht. Und um weiter auf die Insel zu kommen, brauche ich einfach ein Auto. Mein Auto liegt gerade neben mir und das hat jetzt für 5 Tage, 2 Personen, 200 Euro gekostet. Also 100 Euro pro Person. So, jetzt konnte ich ein paar Minuten hier verweilen und entspannen, einfach bei dem Gesänge der Vögel. Und jetzt geht es einfach raus. Und so wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt den Bereich meines Hotels verlassen. Hier hinter mir befindet sich eine Schranke und hier ist ein Wächter, der einfach diesen Bereich dann bewacht. Nicht mal ein paar Meter von dem vorigen Ort entfernt liegt jetzt ein wunderschöner Ort mit wunderschönen Häusern. Und nicht nur das, sondern auch ein wunderschöner Baum in Blüte. Und da ich wirklich diese Blumen sehr mag, überhaupt diese rote Farbe, müssen sie unbedingt in mein Bild. An das Wohlbefinden der Menschen ist hier gedacht. So habe ich jetzt gerade vor mir ein künstlich angelegter Wasserfall. Eine Traumlandschaft, aber alles künstlich für die Menschen hergestellt. Man meint gerade, man wäre in einem Dschungel und von ganz oben, vom Berg, fließt das Wasser einfach runter. Traumhaft schön. Also eine schönere Kulisse kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wer weiß, dass das nicht natürlich ist, sondern künstlich von den Menschen hergestellt. Angekommen in der Ortschaft Macau fahre ich jetzt einfach durch die Ortschaft durch zu einem ganz besonderen Ziel. Angekommen an dem Strand von Macau möchte ich jetzt da reinlaufen. Es heißt einfach, es wäre eins der schönsten Strände. Ja, auf den ersten Blick kann ich sagen, es ist einfach wunderschön. Auf dem Weg zu dem Strand befinden sich links und rechts einfach grüne Pflanzen. Einfach Sträucher, die in der ganzen Gegend zu finden sind. Und der erste Eindruck ist einfach phänomenal. Also diese herrlich blaue, türkise Farbe des Meeres. Und der Kontrast zu dem hell leuchtenden Sand ist einfach herrlich. Auch aus meiner Sicht ist es eins der schönsten Strände. Ich muss sagen, dass dieser Strand auch sehr gut besucht ist. Es sind als viele Menschen auch am Rande des Strandes, aber viele auch im Wasser.
bevor ich jetzt diese Anlage und dieser Strand jetzt verlasse, möchte ich jetzt nochmal einen Blick rückwärts werfen, nicht nur auf diesen Strand, sondern auch auf dieses Luxushotel hier gleich vor dem Strand. Ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden war mit diesem Besuch hier an dem Strand von Macau. Aber jetzt mache ich mich schon auf den Weg. Es geht ja weiter. Ich möchte nächste Ziele entdecken. Und eins möchte ich euch noch als Rat sagen. Also jetzt Anfang Juni sind einfach die Temperaturen immens hoch. Man kommt ja kaum jetzt von einem Fleck zum anderen, weil die Sonne so brennt. Jetzt fahren wir durch eine wunderschöne Landschaft, in dem die Straße einfach durch die Berge durchfährt. Links und rechts wurde der Berg einfach ausgehobelt. Meine Straße führt mich einfach an schönen Plätzen vorbei, so zum Beispiel jetzt hier. Ich befinde mich jetzt genau auf dem Weg Richtung Norden auf die Insel. Und da überquere ich jetzt eine Brücke und über dieser Brücke befindet sich einfach ein Ecopark. Und hier kann man mithelfen beim Kühemelken. Und das hier ist der Eingang in diesen Ecopark. Gleich neben diesem Ecopark befindet sich jetzt ein Fluss. Und über diesen Fluss führt jetzt eine Brücke. Und auf dieser Brücke muss ich jetzt weiterfahren Richtung Norden. Auf meinem Weg durch die Dominikanische Republik kann ich jetzt feststellen, dass die Wege einfach sehr gut gepflastert sind. Also, die haben jetzt richtig gute Wege. Und hier ist als mein Weg zu Ende. Für nach oben müsste man hier ein Eintrittsgeld von 36 Euro zahlen. Erst dann könnte man hier hoch auf diesen Berg, ungefähr 2 Kilometer, und hätte dann die Sicht über die ganze Gegend. Ich finde, als dass dieser Weg für 2 Kilometer für 36 Euro einfach übertrieben ist, weil die Sicht hat man von hier aus ja auch. Also der Berg heißt als Montana Redonda, also von oben hätte man die Sicht als ringsumher auch auf das Meer. Genau vor mir befindet sich jetzt das Eingangshäuschen, also hier sind die Leute bereit, einfach euch hochzufahren. Für mich persönlich ist einfach das Eingangshäuschen eine Sehenswürdigkeit und gleich der Bananenbaum nebendran. Also Leute, es geht jetzt zu meinem nächsten Ziel. Ich werde diese Insel ganz bestimmt noch sehen. Und auf meinem Weg nach Punta Cana treffe ich verschiedene Landschaften an. Auf meinem Weg zurück nach Punta Cana bin ich jetzt wieder an eine sehr schöne Landschaft gestoßen. Also, es ist einfach aus meiner Schätzung heraus eine Reisplantage, aber der Reis ist nicht zu sehen. Die Wasserbecken und die Landschaft, die Palmen und das Haus auf meiner rechten Seite haben mich einfach hier überrascht. Ich wollte euch auch das Haus zeigen, aber es ist als umgeben von einem dicken Zaun mit Stacheldraht. Zu dieser Anlage gehört auch ein Feld. In der Nähe der Ortschaft Punta Cana befindet sich das Dorf Friusa. Und das hier sind die Straßen aus einem ganz normalen Dorf. Sie sind als ganz bunt
Die Häuser sind als in verschiedenen Farben. Und schaut mal her, was hier auf den Straßen rumläuft oder rumfährt. Also ein Wagen mit Früchte. Und du denkst jetzt ganz bestimmt, ich bin an einem ganz besonderen Ziel angekommen. Mit diesen schönen Palmen, mit diesem schönen klaren Meer. Ich muss dir verraten, das ist einfach mein Hotel Vic. Sozusagen hat man die Schönheit gerade vor der Haustür. Da frage ich euch, braucht man einfach noch mehr? Als Fazit zu diesen Bildern kann ich sagen, also dass man im Resort alles hat, was man braucht. Die schönen Landschaften, das Essen und so weiter. Also eine Steigerung kann es gar nicht geben. Und somit kommen wir so langsam zum Schluss und ich wünsche euch noch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Teil und da würde ich euch wieder mal auf die Insel führen. Also bis dahin, alles Gute. Ciao.